Zack. Hallo, hallo, hallo hier in den Discord. Mit wem spreche ich? Hi Carlo, ich bin's, die Becky. Ja, hallo Becky, du bist dabei. Hör mal, wie geht's, wie steht's? Gut soweit und selbst. Ja, gut, gut, gut. Man sagt immer, es geht einem gut, ne? Dabei ist immer so ein bisschen, manchmal ist auch gar nicht so gut, ne? Ja, ist ein bisschen durchwachsen heute, aber du weißt ja, wie das ist. Unkraut vergeht nicht, So, ne? bitteschön, jetzt kannst du dich erstmal vom Putzen drücken, ne? Und dann bist du auch wieder dabei, auf jeden Fall hier im Stream. Leute, wir sprechen hier jetzt mit Becky und Thema heute, Carlo, frag dich was. Vielleicht habe ich ja ein bisschen was im Stapel, womit ich, warte mal, ich muss mal gucken, was macht das Handygerät hier? Was schlägt mir Discord hier schon wieder vor? Textchat in allen Sprachkanälen möchte ich nicht ausprobieren. Nein. Was will Discord wieder von mir? Meine Güte. Das meinst doch nur gut mit dir, Ja, Carlo. aber ganz ehrlich, ne? Bist du Android-Userin oder bist du iPhone? Android, Android. Android. Ich hab nur ein iPad und das war schon eine Umstellung genug für mich. Ja, es ist schwierig, in zwei Ökosystemen irgendwie unterwegs zu Das sein, ist ne? furchtbar. Ganz Deswegen, furchtbar. aber es ist tatsächlich so. Mit diesen Updates, ne? Oh, dann ja, Apps updaten und so. Oh, und dann werden da 30 Apps geupdatet und dann bieten dir alle Apps, dann ist überall bei dem iPhone ist der blaue Punkt daneben und dann irgendwelche Button sind verrutscht und irgendwelche Discord jetzt in den letzten Wochen ständig 1000 neue Funktionalitäten. Das ist ja auch alles schön und gut, aber doch jetzt nicht in diesem Moment hier, wo ich einfach nur meine Buttons bedienen will, wie ich sie immer bediene. Da muss doch nicht noch irgendwas aufpoppen und das prangere ich an. So. Was ich schon Blut und Wasser geschwitzt habe bei meiner Chefin damals, weil die ja von der Firma aus alle iPhones hatten als Firmenhandys. Und dann halt irgendwie, keine Ahnung, installier mir mal diese Visa-App, also Sachen, die halt wirklich wichtig sind. Dann hockst du da und denkst dir so, ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Gerät machen muss. Weil ich die Menüführung total kontraintuitiv finde. Wenn du halt Ist in so. diesem Windows/Android Ökosystem denkst, kennst du dich da nicht aus? Ich finde das furchtbar. Das ist ja interessant, weil ich habe immer das Gefühl, irgendwie diese ganze iPhone und iPad-iOS-Benutzeroberfläche, irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist zugänglicher. Aber du sagst, Android ist zugänglicher? Ich glaube, das ist ja individuell. Also Ja. ich finde, ist vielleicht auch so ein bisschen Macht der Gewohnheit, oder? Aber jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt mein Handy macht so ein bisschen die Grätsche gerade, es kommt in die Jahre und ich habe das alte Google Pixel jetzt von meinem Mann. Das ist natürlich auch Android, aber halt eine andere Menüführung eingestellt als bei mir. Das hat 2 Tage gedauert, dann hatte ich das komplett raus, kein Problem. Aber jetzt beim iPhone, mit dem iPhone meiner Chefin, das kannst du mich 3 Wochen mit in die Ecke setzen und es wird nicht funktionieren, glaube ich. Ich glaube ja, also das ist wirklich Gewöhnungssache, Prägung. Ich weiß gar nicht, wann hatte ich mein, ich hatte es neulich, hatte ich es mal versucht, mir wieder herzurufen. Seit wann habe ich jetzt ein iPhone? Seit 2011 oder so? Nee, ja doch, nee, 2010 oder sowas habe ich, glaube ich, ein iPhone oder so. Und es ist natürlich auch, du, das ist so, wenn man in diesem Ökosystem von Apple drin ist, mit iTunes und so weiter und der Musik und so, dann bleibt man natürlich auch drauf hängen, wenn man jetzt irgendwie anders da reingeschlittert ist in diese ganze Smartphone-Nummer, dann natürlich auch Android und so, ist wahrscheinlich auch einfach eine Sache der Gewöhnung. Ich weiß nur, Frau Carlo hatte lange Zeit so Android-Geräte und dann liefen da immer irgendwelche Hintergrundprozesse, die man schließen sollte. Und das kannte ich vom iPhone nicht. Und dann dachte ich immer, was soll man da noch Hintergrundprozesse schließen? Sagt ihr das was? Hintergrundprozesse? Habe ich jetzt noch nie gehabt. Also ich kriege halt ab und zu mal Warnungen, weil ich halt ständig YouTube im Hintergrund laufen habe, weil ich das wie so eine Podcast-App benutze. Also ich mache das Fenster zu und Ja. habe dann halt den Ton Ja, 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 laufen. ja, 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 ja. Und da kriege ich halt ständig so, oh, an App is draining battery. Aber das kannst du ja auch ausschalten im Endeffekt als Warnung. Aber das ist auch echt das Einzige, was ich da kriege. Aber ich bin zum Beispiel zu blöd dafür. Ich muss jedes Mal wieder googeln, wie ich ein Splitscreen mache auf meinem iPad. Du. Jedes Mal. Ich hatte das eine Zeit lang schon raus. Das war, aber das haben die jetzt auch wieder verbessert. Du musstest eine Zeit lang irgendwie aus der Leiste unten das Ding rausziehen und dann mit Genau. Fingerspitzengefühl andocken und so. Das haben sie, glaube ich, jetzt auch wieder verbessert, weil ich glaube, das war für viele ein bisschen zu frickelig. Aber ich bin ja auch, da bin ich ja wirklich bekennender Boomer, dass ich sage, ich kenne keine Gesten. Ich gehe rein in die App und wieder raus. Da sage ich natürlich, da werde ich auch nicht wieder, da werde ich auch nicht mehr von wegkommen. Becky, bevor wir jetzt reingehen in die Fragen,
Kurze Grüße in den Chat. Hallo nochmal Paco Hontas und hallo Hakon und hallo Pika, hallo Teddy, hallo Benedikt, hallo Leute. Hallo zurück Phrasenreher. Wir sprechen hier gerade mit Becky und Thema heute, Carlo fragt dich was. Carlo fragt, du antwortest. Ich habe wieder ein paar Fragen vorbereitet. Mit Nadine haben wir vorhin schon gesprochen. Jetzt ist Becky hier dabei. Was mich aber mal interessieren würde, Leute, schreibt mal 1 in den Chat für iPhone und 2 in den Chat für Android. Das würde mich mal interessieren. 2, komm. Nee, das würde, nein, ich meine, das nicht jetzt von der Beliebtheit, das würde mich mal interessieren, wer hier wie was hat. 1 mal für Apple und 2 für Android. Das finde ich immer interessant, so einen kleinen Überblick zu kriegen, ohne jetzt groß hier eine Abstimmung anzuschmeißen. Guck mal, Sebastian ist auch auf dem iPhone unterwegs, Jule auf dem iPhone, Kombi. Ja, recht viel ein Android hier. Hallo Kalle, hallo, hallo. Ich will euch nicht aus dem Lurk raus labern, ne? Aber wenn du schon schreibst, dann grüße ich auch. Hallo Joker. Ach, guck mal, doch einiges an Android und so. Aber auf die Gefahr hin, dass mich wahrscheinlich jetzt irgendjemand vermöbelt. Ich hatte ganz früher, als Nokia einen Versuch gemacht hat, ein Comeback zu machen nach den ganzen 3210-Erfolgen, da gab es doch mal Nokia Windows Phones. Und ich bin echt traurig, dass die sich nicht durchgesetzt haben, weil halt keiner Apps geschrieben hat für die. Aber die fand ich von der Benutzung, von der Menüführung her super angenehm. Aber das ist auch immer ein Unterschied, ob du jetzt ein Google-Handy hast mit Android oder ob du ein Samsung-Handy hast mit Android. Ja, ja, nee, aber die sind auch immer anders, ne? Aber die sind grundsätzlich... Das war Windows Phone. Das war nochmal was ganz... Das war kein Android, das war ein Windows-Telefonbetriebssystem. Das hat sich halt nicht durchgesetzt gegen Android und iOS. Das sind die einzigen beiden, die übrig geblieben sind. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Windows Phones gibt. Ich glaube nicht. Aber ich meine, grundsätzlich, also das Android ist auch nicht gleich Android, ne? Das ist auch immer ein bisschen anders, nee, oder? Nee, das ist, ja. Naja. Ah ja, okay, naja. Verstehe. Du kannst aber auch einstellen, glaube ich, ob du, also zumindest beim Google Pixel, was ich jetzt von meinem Mann übernommen habe, könnte ich jetzt einstellen, ob ich unten Menübuttons haben will oder ob ich über Gesten steuere oder so, das kann ich alles customizen. Hat man mir gesagt, ich hätte es auch nicht gewusst. Ich muss gerade mal kurz, Leute, wenn ihr euch beim Windows Phone seht, tippt gerne eine 3 in den Chat, also dass wir da ein klares Bild kriegen. Wir wollen jetzt hier auch nichts unter den Tisch fallen lassen und so. Aber Becky, hier die Sache mit dem Google Pixel-Dings. Es wird jetzt bei uns hier in Good Old Germany laufen gerade Google Pixel-Werbespots rauf und runter. Frage an dich, aber auch nochmal eine Frage in den Chat. Ist das, wenn man jetzt... für mich in meinem Kopf gibt es immer nur Apple oder Samsung. Wenn man jetzt nochmal woanders gucken würde, ist das, was kann Google Pixel besonders? Du hast jetzt ja ein Google Pixel, was kann das? Kann das Fotos gut? Ist das besonders schnell? Was zeichnet so ein Google Pixel aus? Also ich hab das Google Pixel ja nur deswegen, weil das ja mein Mann gehabt hat. Geerbt. Aber es ist auch gelogen, ist gar kein Google Pixel, ist ein OnePlus. Blödsinn. Google Pixel, wollen wir überlegen, ob wir es kaufen. Ich nehme alles zurück, das Gegenteil. Was ist ein OnePlus ist das. Was ist ein OnePlus? Das ist auch von Google. Das ist auch von Google, ja. Ah, und okay. Die sind halt von der Software, also ich habe jetzt einen Vergleich zu meinem Handy, was ich vorher hatte, das war ein Huawei. Oder wie auch immer man das richtig ausspricht. Huawei. Das habe ich mir, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe mir das deswegen gekauft damals, weil das eine saugute Kamera hat. Und mit der war ich wirklich, wirklich, wirklich sehr zufrieden, weil ich fotografiere viel. Aber es hat halt jetzt einfach, keine Ahnung, mittlerweile gibt es ja halt die dritte Nachfolgegeneration davon. Und dementsprechend kannst du dir ausrechnen, wie alt das ist. Also das kommt halt jetzt in die Jahre, der Akku, kannst den Ei drauf backen mittlerweile. Ja. Das ist auch, die Festplatten haben dann, diese eingebauten Speicher haben dann auch so und so viele Schreibvorgänge. Ich glaube, das zahlt alles drauf ein, dass das dann auch irgendwann einfach nicht mehr so richtig will, ne? Das ist irgendwie so. Aber das OnePlus läuft halt von den Apps her einfach ein bisschen smoother, als mein altes Handy gelaufen ist. Also ich habe zum Beispiel Garmin-Pulsuhren. Und ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie oft ich meine Garmin-App neu einrichten musste, weil halt irgendwas, das scheint wohl generell ein Huawei-Problem zu sein, dass weil da irgendwas mit dem Sync, mit dem Bluetooth nicht funktioniert. Dann scheint die Settings sich ändern, dann musst du das Ding wieder deinstallieren, dann musst du wieder neu installieren, damit du deine Uhr da synchronisieren kannst. Und das hast einmal aufgesetzt bei dem OnePlus und seitdem läuft das wie am Schnürchen. Und das hast du halt oft nicht in dieser ganzen Apple-Welt, ne? Da ist die Apple Watch, glaube ich, und in Apple iPhone, das ist zwei vom selben Ei. Da hast du oft diese Kompatibilitäten nicht so, diese Probleme, muss man natürlich sagen. Ja, das ist halt, das ist aber halt auch was mir so ein bisschen in die Quere kommt manchmal, aber ich bin da so ein bisschen markentreu auch. Also gerade bei so Technologiesachen, wenn ich mich mit irgendwas gut zurechtfinde und zufrieden bin damit, dann neige ich eher dazu, mir da die Folgesoftware, das Folgeprodukt zu kaufen, als
irgendwie rumzuexperimentieren, dann kreuzunglücklich zu sein, weil das dann halt schon ein bisschen größere Investitionen. Ne? So ein Handy kostet ja heute auch keine 50 Euro mehr. Obwohl. Also da überlegst du halt zweimal. Du, ein leistungsfähiges Handy von Rebuy. Seniorenhandy. Nee, hier von Rebuy. Ich kaufe meine iPhones immer von Rebuy, hier refurbished. Da muss ich natürlich sagen, ich bin ja großer Freund von diesen refurbished-Sachen. Ne? Das muss man natürlich gucken. Handy kann auch ein bisschen sensibel sein und so. Aber da, ja, das ist natürlich ein guter Kurs. Ne? Aber es stimmt schon. Ne? Neues iPhone mit richtig Fettspeicher. 1,5, glaube ich. Ne? Das ist schon eine Ansage. Also ich habe jetzt geguckt, also weil ja, ne, ich habe jetzt das alte OnePlus, was ich benutze, das reicht für mich auch momentan, aber ich habe mich jetzt am Wochenende schon geärgert, dass die Kamera halt weit nicht so gut ist wie bei meinem alten Handy. Und dann halt vielleicht mal irgendwie Ende des Jahres so gehen Weihnachten mal irgendwie zu investieren. Ja, gönnst du Und dir. hab mal geschaut, was momentan so auf dem Markt ist mit guten Kameras. Und ich hatte ja, also es gibt ein Modell, Sony Xperia, das neue. Ich hatte auch früher mal Sony Xperia, mit dem war ich auch sehr happy. Aber das kostet, glaube ich, 1,6, glaube ich, ein Pfund sogar. Also müsste es fast 2000 Euro kosten. Bitte? Oh Gott. Ich muss mal gucken. Ich gucke mal gerade, was das in Deutschland kostet. Ich kann mich noch Aber an. das ist extrem teuer. Das klingt wirklich extrem teuer. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Da war ich mal, ich glaube, so eine Schutzhülle für einen Laptop kaufen in so einem Gravis-Laden. Gravis, weiß ich nicht, Leute, ob ihr das alle kennt. Das ist so eine, das ist die Gravis hat so Lizenz, ist so ein lizenzierter Apple-Partner für so Apple-Zubehör und auch so ein Zeug. Und da war ich in diesem Gravis-Laden, hatte meine Handyhülle oder meine Laptop-Hülle da gekauft und stand dann noch an der Kasse. Und vor mir war eine junge Frau, die hatte sich gerade das High-End-Apple-Modell gekauft zu der Zeit, irgendwie im Apple-Laden. Und hinter mir war noch eine Bubble von jungen Männern, die alle dieses Handy angegiert und besabbert haben. Sie war vollkommen egal, ja, sie war vollkommen ausgeblendet. Aber dieses Handy hat da in diesem Gravis-Laden, sie hat sich da so eine Schutzfolie auf das Display kleben lassen. Das ging offenbar nur da oder die haben das angeboten. Und ja, es wurde dieses Handy besabbert, was da diese Schutzfolie verpasst gekriegt hat. Wahnsinn. Und das war auch schon super teuer. So, was kostet dein Ding da jetzt? 2000 Euro? Also 1500 Euro kostet es in Deutschland, Xperia Pro. Hat halt eine sehr, 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 sehr gute Kamera, Teleobjektiv und so. Ich meine, wenn man das natürlich so sieht, da hast du schon recht, da kann man nichts sagen, ne? Du hast irgendwie 20 Geräte Nee. in einem, du hast noch eine Kamera dabei, die vieles andere in den Schatten stellt. Da, so gesehen ist 1,5 natürlich nichts, ne? Wenn man es so sieht. Ne. Das muss man Muss man natürlich halt sagen. aber auch erstmal haben, ne? Muss man erstmal haben. Aber was mich bei Apple halt furchtbar nervt. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich mich jetzt doch im Endeffekt doch noch fürs iPad entschieden habe, weil das ist nämlich das einzige Produkt ist, was das nicht macht. Das sind diese Monopol-Hardware-Geschichten, dass die sich weigern, mit den Chargern und so. Und jetzt halt, man die mit EU-Recht zwingen muss dazu, dass die kompatible Geräte machen, damit man auch ja sein Geld in diese extra Zubehör bei denen versenkt. Ja. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen daneben. Ja, also tatsächlich. Ja, jetzt steht hier im So Chat. ein Mindset, das mag ich nicht. Finde ich Jetzt steht gerade im furchtbar. Chat, Auch Hasselblatt ist eine gute Kamera. Ja, natürlich. Also ich meine, wir wollen jetzt ein iPhone oder ein Smartphone nicht mit einem Hasselblatt vergleichen oder so. Aber grundsätzlich, ich meine, was man alles kriegt, selbst wenn es nur 500, selbst wenn das Handy nur 500 Euro kostet, was da alles drin ist, ist natürlich schon irgendwie bemerkenswert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn du ein bisschen besseres Modell oder so oder da ein bisschen heiß drauf bist, dass wenn es auch neu rauskommt und so, bist du mit 1,5 mittlerweile dabei, ist natürlich so ein Hin und Her. Dafür haben viele Leute, die in der Stadt wohnen, vielleicht kein Auto mehr, dann bleibt mehr Kohle über für ein cooles Rad und ein Handy. Es ist verteilt, es ist ver Eingang an Fixie. so. Aber hier, ich glaube, das Hasselblatt ist gerade angesprochen worden, weil ich glaube, die neueren OnePlus haben Hasselblatt-Kameras. Ach, aber diese Objektive oder so, oder was? Ja. Ja. Ja, das ist dann immer so, da gibt es dann so Kooperationen, was irgendwelche Carl Zeiss, dies, Das ist das und es so, ne? nämlich. Zeiss macht exklusiv mit Sony und es fällt natürlich ad hoc nicht ein, welche Kamera Huawei, das ist Leica. Ich weiß, also ich habe tatsächlich hier Aber für die Sendung, habe ich hier tatsächlich auch ein Huawei, ist mir gerade aufgefallen. Hier steht. Nee, steht, hier steht nichts. Keine Ahnung, habe die Kamera mit dem Handy auch noch nie benutzt. Es kommt so selten vor, dass man irgendwie ja, Leica ist das. während der Ein Sendung altes. irgendwie Selfies mit sich macht mit dem Ja, Carlo-Handy. noch nicht?
Das passt gut wie Clips, Carlo. Fast, aber nur fast, aber nur fast. Ich meine, was ich persönlich auch bedenklich finde, ist, also mit diesen Extra-Chargern, da habe ich noch, da habe ich ehrlich gesagt nie so ein Problem mit gehabt. Das war für mich einfach halt eine andere Welt und es hat halt andere Lader. Jetzt wird es vereinheitlicht, ist mir auch recht. Was ich halt bei Apple so finde, ist, man ist, wenn man halt einmal, wenn man 10, auch wenn man ein paar Jahre in diesem Ökosystem drin ist, mit iTunes und dem Store und irgendwie Apple Music und so weiter, man ist halt in diesem Apple-Ökosystem. System und es ist sogar so, das habe ich neulich in einem Podcast gehört, wenn du von einem Apple-Gerät, wenn du nicht den Apple Messenger benutzt oder so, wenn du andere Messenger benutzt und aus der Apple-Welt rausgehst quasi mit einem Foto, dann ist das Foto, das ankommt, in schlechterer Qualität, als wenn du es über den eigenen Apple Messenger Service sendest. Das ist in USA zum Beispiel so. In USA spielt ja WhatsApp quasi keine Rolle. Die benutzen da alle diesen Apple Messenger und so weiter. Und ich glaube auch fast nur in den USA ist Apple überhaupt Marktführer mit seinen Geräten bei den Smartphones und so. Und wenn du aus der Apple-Welt mit Inhalten rausgehst oder was anders dir die Bilder runterziehen willst vom iPhone als mit irgendwelchen Apple-Tools und so, dann legen die dir nur Steine in den Weg. Schlechtere Qualität und so weiter und so fort. Total umständlich und so. Das ist Das alles ist gewollt. halt eben genau das, was mich nervt. Ich meine, man kann von Google sagen, was man will. Google ist auch jetzt nicht die ethischste aller Marken. Und es ist halt einfach bei vielen Firmen so, wenn die mal eine gewisse Größe erreicht haben, hast du ja neulich auch als Thema gehabt, ne? Das kommt ja nicht von ungefähr, dass dann gewisse Marketingmechanismen irgendwie greifen. Aber keiner macht das meiner Ansicht nach. Das ist einfach nur meine persönliche Entscheidung. So extrem wie Apple. Also wenn du schon bei der Hardware anfängst, dass du nicht mal ein Ladekabel von irgendjemand anderem benutzen kannst. Und langsam gibt es ja auch, also keine Ahnung, auch so Sachen, wenn du an der Uni arbeitest, ich würde mir niemals ein MacBook kaufen, weil du musst immer dir Office für Mac Ah runterladen. Das ja. funktioniert dann nicht so ideal wie die Office-Varianten, die, also das Apple-Gegenstück dazu. Dann musst du ständig irgendwelches Zeug komprimieren, dann hast du die ganzen Standard-Dateien sind ja eigentlich für die Grafiken immer TIFF. Das benutzen Grafiker sehr gerne, aber das kriegst du woanders nicht eingebunden. Dann musst du wieder auf JPEG konvertieren. Früher, als ich noch in der Uni war, konntest du noch nicht mal deinen Laptop an einfach einen Projektor anschließen, ohne dass du einen Konverterstecker dazwischen gesteckt hast. Oh ja, habe ich ja auch noch zwei, drei rumfliegen, weil die hat man immer dann nicht griffbereit, wenn man sie braucht und muss noch schnell irgendwo einen herorganisieren. Und ja, tatsächlich, es ist also, es ist, ich meine, auf der einen Seite, das ist natürlich, wo dieses ganze Apple-Ding ja auch drauf aufbaut, das ist ja quasi in diesem Apple, ja, wie soll man sagen, dieser ganzen Apple-Geschichte auch damals mit dieser Kampagne Think Different, wir sind hier was Eigenes, wir sind anders und so. Und das hat natürlich auch alles auch darauf eingezahlt. Wir haben halt eigene Lader und das ist uns auch egal und wir brauchen halt einen Adapter. Wenn eure Welt nicht zu unseren Creative Contents auf dem MacBook passt, egal, uns auch egal, dann brauchen wir halt einen Adapter und so. Ich meine, ich verstehe das schon, dass das alles auch so darauf einzahlt, aber in den USA, das fand ich doch neulich bemerkenswert, dass wenn du quasi aus der Apple-Welt ein Bild rausschickst in die Android-Welt, dass es dann da in einer schlechteren Qualität ankommt, dass es sogar abgewertet wird und so. Also das finde ich schon, das ist schon krass, dieses ganze Ökosystem, ne? Wie man dann da so drin gefangen ist und so, ne?